Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es mal wieder um meine Haustiere und zwar habe ich bei der Futterkrämerei bestellt und auch bei Zooplus. Die Pakete liegen jetzt schon eine Weile lang hier und ja, bei der Futterkrämerei bestelle ich immer das Futter für meine Hamster, also für meinen Goldhamster Gypsy und für meinen Zwerghamster Toffee. Und bei Zooplus bestelle ich sehr, sehr gerne für die Wellensittiche Sachen mit. Und falls ihr was hört im Hintergrund, Gypsy ist momentan im Auslauf und meint gerade, sie muss hinter eine Tüte klettern, wo Streu drin ist. Aber ja, ich starte jetzt mit dem Video. Ich öffne jetzt das Paket und zeige euch erstmal die Produkte von der Futterkrämerei und würde dann sagen, dass ich dann nachher mit dem Zooplus-Paket weitermache. Jetzt öffne ich hier aber erstmal die Futterkrämerei. So sieht das Ganze dann einmal aus. Hier habe ich einmal meinen Lieferschein, nehme ich natürlich gleich runter, da steht nämlich meine Adresse drauf. Und dann habe ich hier die ganzen Sachen, die ich mitbestellt habe. Und ich habe hier zu einem wieder so ein bisschen was an Dekoration mitbestellt für die Gehege. Einmal das Frühlingsküstchen, das ist mit grünem Hafer, grüner Weizen, Ringelblumen, Spitzwegerich, Kornblumen blau, Kornblumen rosa und Sonnenblumenblüten. Das fand ich halt sehr, sehr schön und das verwende ich halt sehr, sehr gerne, um die Gehege ein bisschen zu dekorieren. Und deswegen habe ich das einmal wieder mitbestellt. Finde ich sehr, sehr schön. Dann habe ich hier auch wieder die Sommerwiese mitbestellt. Die hatte ich auch schon mal. Das sind jetzt jeweils die größeren Packungen. Die Preise findet ihr wie immer in der Infobox. Das hier besteht jetzt aus Hibiskus, Ringelblumen, Kornblumenblau, Rosenblüten, Kornblumenrot, Kornblumenrosa, Rotklee und Sonnenblumenblüten. Ja, das mag ich auch alles super, super gern zum Dekorieren. Das ist so ein bisschen bunter und das ist halt so ein bisschen grünlicher. Mag ich beides sehr, sehr gerne für die Gehege und deswegen habe ich das jetzt einmal wieder mitbestellt. Dann habe ich einmal mitbestellt für Toffee hauptsächlich hier die Kürbis-Quinoa-Pralinen. Toffee ist ja ein Hybridenhamster und deswegen muss ich da eben ein bisschen auf die Zusammensetzung achten. Und die sind eben nur mit Kürbiswürfel, Quinoa, Kürbiskern und Buchweizen. Und die durften eben mit. Das sind solche kleinen Pralinen. Ich zeige euch einmal. Das Ganze sieht hier so aus. Also sehr, sehr natürlich. Und mein Toffee isst das sehr, 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 sehr gerne. Und auch meine Zwerghamsterdame Gypsy hatte das schon öfters eins bekommen mal zwischendurch. Ja, aber bei ihr gebe ich auch gerne andere Sachen, weil sie halt eben mehr essen darf. Auf jeden Fall habe ich die eben einmal mitbestellt. Es sind eben 5 so kleine Pralinen drin. Das hält auch ewig bei meinen Hamstern. Also die essen das jetzt nicht auf einmal weg. Dann habe ich mir speziell für Gypsy wieder mitbestellt, den Obstsalat. Das mag sie super, super gern. Ist mit Apfelwürfel, Aronia-Beeren, Cranberries, Erdbeereschenbeeren, Erdbeeren, Goji-Beeren, Hagelbutte. Mag sie sehr, sehr gern. Vor allem hier diese kleineren, weichen Beeren mag sie super, super gerne. Und ja, das sieht halt auch super schön aus. Sehr, sehr natürlich. Und ich liebe die Futterkrämerei und habe eigentlich immer bei der Futterkrämerei bestellt, außer einmal. Da hatte ich nämlich vergessen zu bestellen und dann hatte die Futterkrämerei leider gerade Urlaub. Dann habe ich zum Futter von Toffee mitbestellt, Mehlwürmer. Denn da kann man halt eben zum Futter dazu quasi ja, Mehlwürmer, also Eiweiß bestellen. Und da habe ich eben mich für Mehlwürmer entschieden. Das sind jetzt hier 20 Gramm. Die werde ich dann wieder umfüllen in mein kleines Behältnis, was ich habe. Ich verpacke das alles luftdicht. Und ja, das durfte eben wieder einmal mit, weil meine sind nämlich leer gegangen. Jetzt habe ich nur noch so einen gemischten Pack. Aber Toffee mag eben einfach am liebsten Mehlwürmer. Dann habe ich hier nochmal ein bisschen was an Flachs mitbestellt. Das Ganze sieht hier so aus. Das sind jetzt 50 Gramm, also sehr, sehr viel. Und das hält mir lang. Also ich mache regelmäßig was rein, aber zum Beispiel Toffee isst das nicht so gern. Der isst eher gerne so Rispenhirse. Aber Gypsy isst das sehr, sehr gerne. Sie bekommt das aber auch nicht zu oft, weil sie immer alles abfrisst und das hamstert und das eben nicht lang im Gehege ist. Ich weiß nicht, ob man es gerade sieht hier. Mag sie halt sehr, sehr gerne. Dann habe ich einmal noch Hauptfutter mitbestellt. Einmal Zwerghamstermenü. Das ist hier jetzt eben für Toffee. Das ist jetzt dieses Mal ein anderes. Normal habe ich immer das Campbell-Menü bestellt. Dieses Mal habe ich mich aber für das Zwerghamstermenü ohne Grassamen entschieden. Das ist hier, ja, einfach ein gutes Futter. Ich kann euch das mal näher hinhalten, falls euch das interessiert. Und ich denke, ein Kilo habe ich jetzt bestellt. Das wird wieder eine recht lange Zeit halten. Ich habe jetzt gerade mal wieder die Sachen reingepackt, weil Gypsy meint, sie muss das anknabbern. Und dann habe ich eben hier noch für Gypsy, kann man glaube ich auch schon sehen, diesen Riesenpack Goldhamstermenü mitbestellt. Das sind jetzt 1,5 Kilo. Das wird glaube ich auch wieder eine ganze, ganze Zeit lang halten.
Und ja, mag ich auch sehr, sehr gern das Futter. Das frisst sie auch komplett. Ich habe mir hier auch überlegt, ob ich ein anderes bestellen soll, aber ich habe jetzt einfach wieder das bestellt, was sie von Anfang an kennt. Und ja, hält mir auch super, super lange, 1,5 Kilo. Und das fülle ich eben auch immer um. Und deswegen, ja, durfte das eben einmal noch mit. So, das ist dann alles, was ich mitbestellt habe. Man sieht schon, Gypsy will hier unbedingt jetzt die Quinoa-Pralinen essen. Und ja, das habe ich alles mitbestellt von der Futterkrämerei. Das ist jetzt erstmal das, was eben dort mit durfte. Und ich kann euch die Seite auf jeden Fall unten verlinken und ich kann euch die Seite auch auf jeden Fall sehr. Und ich werde jetzt die Sachen einmal zur Seite räumen und dann werde ich das Zooplus-Paket mit euch öffnen. Natürlich nicht zu vergessen, habe ich auch noch Flachs mitbestellt. Den hatte ich jetzt vergessen hinzupacken. So, das nächste Paket ist so groß, dass es nicht ins Bild passt. Das ist, wie gesagt, das Zooplus-Paket. Das werde ich jetzt auch mal mit euch öffnen. So, das ist dann natürlich erstmal wieder Verpackungsmaterial drauf. Wie immer, das lege ich jetzt gerade auf den Tisch, damit Gypsy da nicht rankommt. Und dann eben die Sachen, die ich mitbestellt habe. Zu allem, das ist jetzt für die Hamster, habe ich mitbestellt von JR Farm, Löwenzahnwurzeln. Und ja, die mag ich einfach gern. Die sind schön klein und kann man eben gut reingeben. Habe ich wieder mitbestellt, brauchte ich wieder, meine sind nämlich leer. Dann habe ich mitbestellt für die Wellensittiche wieder Futter. Und zwar viermal das JR Farm Individual Wellensittichfutter. Ich finde das super. Wenn ihr da mir Sachen empfehlen könnt, gerne ab in die Kommentare damit. Und das habe ich mir jetzt im Doppelpack mitbestellt. Also ein Pack quasi ist immer ein Doppelpack sozusagen. Und ich habe mir zwei Doppelpacke mitbestellt. Also vier Packungen einmal. Und hier sind dann nochmal welche. Eine Packung reicht mir circa 3 bis 4 Wochen. Ich sehe gerade, irgendeine Packung ist wohl beschädigt, weil hier ist überall Futter, aber mir kommt jetzt nichts entgegen. Das heißt, ich werde das wahrscheinlich gleich alles mal in den Karton stellen, damit mir da nicht noch mehr verloren geht. Viermal Futter, wie gesagt, brauchte ich wieder. Dann habe ich mir mitbestellt, das wollte ich mal ausprobieren. Von dieser Marke hier. Biafa. Ich weiß nicht, Beafa. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Vogelgrit für alle Ziervögel. Ich habe ja 4 Wellensittiche, wie gesagt, und ist ja eben mit Austernschalen und Magenkiesel. Soll gut sein für die Verdauung und mein einer Wellensittich hat momentan so ein bisschen Probleme mit der Verdauung. Deswegen wollte ich das mal ausprobieren und hoffe, dass das hilft. Und Gypsy klettert hier gerade am Vogelfutter hoch. So viel dazu auf jeden Fall. Ja. Einfach ein Vogelfutter hoch. Genau, einmal diesen Vogelgrit. Wie gesagt, der ist auch nicht so teuer. Ich denke, da wird eine ja, Beschreibung draufstehen, wie man das verwenden soll. Und auf jeden Fall habe ich das einmal mitbestellt. Dann ist es momentan so, dass meine Vögel sich immer streiten um ihre Schaukeln. Und deswegen habe ich, also ich habe 3 Schaukeln drin und ein Hängeteil, aber die streiten sich um 2 Schaukeln immer. Und das ist nämlich diese hier von Trixie, die Käfigschaukel hier, also Käfigzubehör, diese Schaukel. Und sie lieben die einfach, weil die wackelt nicht so stark hin und her, wie die, die ich momentan noch drin hängen habe, die dritte. Und deswegen habe ich die jetzt einfach nochmal mitbestellt. Ja. Brauchte ich halt wieder für die Wellensittiche. Dann habe ich mitbestellt hier einmal diese Naturschlemmerkette in groß. Da bin ich mir tatsächlich nicht sicher, ob sie direkt für Wellensittiche geeignet ist. Aber wenn ich die nicht verwenden kann, also wenn die jetzt nicht für Wellensittiche geeignet ist, kann ich die meiner Schwester geben, denn die hat einen Graupapagei. Und ich kann euch hier gerade mal zeigen, was hier alles drin ist. Gypsy klettert gerade an mir hoch. Ja, das besteht aus Getreide, Saaten, Gemüse, rote Beete, Nüsse, Ei- und Eierzeugnisse, Faserring, Kork, Weide, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Löwenzahn. Ja, also schreibt mir das gerne mal, aber ich denke, im Normalfall müsste es geeignet sein. Jetzt ist hier Gypsy gerade ins Paket gesprungen. Ich weiß nicht genau, was sie gerade vorhat, aber okay. Auf jeden Fall, das durfte einmal mitkommen. Hier, Spatze. Hey, hey, ist nichts so gut. So, dann habe ich noch einen Ast mitbestellt, weil sie nämlich den einen Ast jetzt bald schon komplett auseinandergenommen haben.
im Käfig. Deswegen habe ich jetzt nochmal einen mitbestellt, ebenfalls von Trixie. Das ist jetzt einer, ich glaube, 25 cm Länge. Ich bin mir tatsächlich nicht sicher. Ich glaube, ja. Der durfte einmal mit, brauchte ich eben wieder. Ist halt einen etwas dünneren. Und ja, brauchte ich, wie gesagt, einfach wieder. Und dann, wie man sehen kann, habe ich wieder Vogelsand mitbestellt. Ich mag den Vogelsand sehr, sehr gerne. Das ist von Fidelio, der Vogelsand. Der ist super gut, meiner Meinung nach. Der funktioniert für mich super. Und der ist recht günstig. Ich glaube, 57 eben für hier diesen Dreierpack. Und hat bei mir immer super funktioniert. Ich komme damit gut zurecht. Und meine Wellen, die ich picken da auch sehr, sehr gern eben drin rum. Und das war's. Das waren alle Sachen von Zooplus. So, und das ist dann alles, was ich eben bei Zooplus mitbestellt habe. Und halt eben noch den Vogelsand. Den werde ich jetzt aber nicht auspacken. Den werde ich so in dem Karton vor ins Zimmer tragen, wo eben die Wellensittiche stehen. Und ja, wie gesagt, viermal Futter habe ich mitbestellt. Und ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden. Sowohl mit Zooplus, das geht immer super, super schnell, als auch mit der Futterkrämerei. Super schnelle Lieferung. Ich habe Donnerstag Abend bestellt. Und Samstagmorgen war die Bestellung da. Und ja, wie gesagt, ich bin super zufrieden damit. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt zu meinen Tieren oder auch zu den Seiten, wo ich bestellt habe, dann stellt mir die gerne in die Kommentare. Aber ich hoffe natürlich, dass euch dieses Video gefallen hat. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis bald. Ciao!